Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Red Dead Redemption 2. Ja, wir reiten wieder raus mit unserer Gang. Ich glaube, er will den Zug jetzt überfallen. Was für ein Zug? Ich habe keine Ahnung. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny, Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride! Naja, jedenfalls habe ich keinen blassen Schimmer, welchen Zug er meint. Irgendein Zug wahrscheinlich, Züge kennen wir. Den müssen wir jetzt überfallen. Ja, mal sehen, wie gut uns das gelingen wird. Sind ja hier nicht unbedingt die hellsten Banditen, glaube ich. Zumindest nicht alle. Aber gut. So ein Zug hat wahrscheinlich mächtig viele Ressourcen für uns. Und dann werden wir mal sehen. Kann eigentlich nur hoffen, dass alles glatt geht und dass unser Pferd überlebt. Out of the snow, finally. Feels good, doesn't it? But we need to get this done fast. Now it's thawing, before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier, Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. The money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. Good money, once we work out how to cash them. Now everyone, shut up! Get your mind on the job at hand. Come on. Tja, eins ist sicher. Wir reiten hier auf jeden Fall irgendwie aus dem Schnee. Here's the water tower. Hold up here on the ridge. Also, das Wetter ist hier auf jeden Fall besser. Wir haben immer ein bisschen grün gesehen. Da unten läuft einer. Is Bill there? Yeah. You want to head down? See how he's getting on? Okay. Der ist selbstmordgefährdet. Schau nach Bill. Warte, wie geht das? Gegenstände? Ach da. Bill ist weg. Ja, ich glaube, da steht er, oder? Oder ist das nur wieder so ein Pfosten oder so? Sag mal, Jungs, wo guckt ihr denn hin? Well, go on then. Da steht ein Pferd. This is a good spot. Yeah. I must remember to thank Como Driscoll for planning it out so well for us. And for providing all the explosives. Real generous of the feller.
Is there a problem, Arthur? Ich habe Bill einfach immer noch nicht gefunden. Come on, Bill. When is it due? Half an hour, at most, if it's on time. What are you waiting for? Ich glaube, da kommt ein Bär oder so. Irgendwas passiert da? Muss ich was machen, oder? Oh, ich hab einen Zoom. Ich wusste nicht, dass ich einen Zoom habe. Jetzt stehen wir hier und warten, oder wie? Oder müssen wir da hin? Eigentlich nicht, oder? Warte mal, gibt's denn nicht so Protokoll? Ich hab einfach nicht zugehört. Ich weiß nicht, ob... Ich reite jetzt hin, ist mir egal. Ich weiß zwar nicht, ob das richtig ist, aber... Na gut, hier geht's schon mal nicht runter. Und da geht's auch nicht lang. Da lang? Ja, da könnten wir lang. Aber hier scheint es Bären zu geben. Zumindest jault hier irgendwas in den Wäldern. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, was es sein könnte. Hier ist auf jeden Fall ein Pferdchen. Ach, da ist Bill. How you getting on? Yeah. I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Nimm die Spule. Ganz motiviert zum Zünder gelatscht. Wo denn? Ach da. Auf wem? Ja, die stehen da wie die Affen auf ihrem Felsen und beobachten mich. Er macht automatisch. Should do it. You head back up to the others. I got it from here. Geh zurück zu den anderen. Okay. Toll. Das hätte er nicht alleine machen können? Du hast diesem Pferd
Rutschwendung und Rutschbremsung freigeschaltet. Halte beim schnellen Reiten R1 und X gedrückt, um diese Bewegung auszuführen. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Also, jetzt haben wir einen neuen Platz. Okay. I think so. Okay, cover your faces. Gesichter, der Zug sollte jede Minute eintreffen. So, gibt's ein schönes Lucky Luke-Tuch hier. Ah. Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Here we go. Oh. Habe ich schlecht verkabelt. Where did you find that moron? You said it was fine. Come on! You're pathetic. You know that? Wohin laufen wir? Spring auf den Zug, seid ihr bekloppt? Na gut. Augen zu und durch. Achso, X. Yeah, you're okay. Now, let's go slow this thing down. Where's Javier? He fell. The others will get him. You and me, big man. Come on, we need to stop this train. There's another guard up ahead. You want me to take him? Warte, muss auch mal gucken. Arthur, who's going? Schublade öffnen. Ganz cool gehen wir hier durch. Als wäre es nix. Wo bin ich denn hingelaufen? Hallo. Was soll denn das? Yeah, I'm good. What the hell was Bill doing? He had long enough to set that charge. Well, I hooked up the wire, but we won't mention that. We gotta hurry. We gotta stop this train. That's what we're doing, kid. Aufheben. Nein, ich will ihn nicht aufheben. Hallo. Let's keep moving. Entschuldigung. Ablegen. Ich wollte doch gar nichts mit ihm machen. Jetzt hat er meine ganze Hose voll, meine ganze Jacke voll geblutet. Oh, ich glaube, mein Partner wurde getroffen. Fehlgeschlagen, Lenny ist gestorben. Hä, warum läuft er auch vor, der Idiot? Was für ein Holzkopf. Tja. Was soll denn das?
Macht Lenny auch was, oder? Er guckt da einfach zu, dieser Lenny. Statt er auch was macht. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Plötzlich hat er auch ein Gewehr, ne? Wo kam das auf einmal her? Mysteriös. This train. There's another guard up ahead. You want me to take him? Yes, you go. Okay. Ja, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. So. Die kriegen wir nicht anders, oder? Die kriegen wir nur so. Oh, Kacke. Erwischt? Ich glaube, ne? Das kann nicht wahr sein, da fällt so vom Zug. Oh, Kacke. Immer wieder schön von hier hinten. Kick ihn runter, Lenny. Oh, gleicher Plan wie eben. Kommt da einer, oder? Oh oh. Ah, oh, den haben wir sogar noch getroffen. Komm, zeig dich. Zeig. Oh. So, jetzt geht's hoch. Nur nicht wieder runterfallen. Nein, nein, nein. Oh. Glück gehabt. Gibt's hier noch mehr? Einfach zu fett, ich passe hier nirgends durch. Oh, jetzt hab ich mich aber erschrocken. Der hat mir einfach einen Spaten vom Kopf gehauen. Tschüssen. Ja.
Oh, ich bin so schlecht. Den haben wir. Ist natürlich clever. Wir brauchen eine neue Mütze. Lenny darf nicht sterben. Ein Stück vor. Oh, einfach durch Zufall gesehen. Huch. Was? Den müssen wir aber kriegen. Hab ihn. Glaube ich. Das ist unsere Gang, oder? Okay, wir können aufstehen. Plündern. Gucken, was er für uns hat. Plündern wir nochmal den Guten. Komm hier rüber. Ich komme ja schon. Yes, let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our orders. Okay, you asked for it. We ain't Five, opening this door. Four. Three, two, one. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. We ain't coming out. You got no idea. Oh, White West. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Now, don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Dynamit platzieren. Seems good enough. Now light the fuse. Achso. Here we go. Anzünden. Unless you got a death wish, I'd step back, fellas. Noch weiter? Achso. Alright, come. Just walk on out here. Ich wollte gerade einfach schießen. We don't want to kill you. We just want to rob your boss. Get on up there. Search that train. Ich komme nicht hoch. Er ist zu cool zum Einsteigen. It's like a palace. Well, now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh yes, should be easy as cake. You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's keen. Lesen? I'll give you that. Sehr geehrter Mr. Cornwall. Okay, the
Wir warten immer noch auf Ihre Zahlung von $2,000 für die erste Phase der Bohrfelderkundung im Wapiti-Indianer-Reservat bei Ambarino. So rum. Wir vereinbarten diese Summe im Vertrag zwischen den Cornwall-Kerosin- und Teerwerken und der Leland-Öl-Entwicklungsgesellschaft vom 9. November 1898. Nach Erhalt der vereinbarten Summe werden wir unverzüglich zu den Phasen 2 und 3 übergehen und Ihnen innerhalb, können die mal ruhig sein, Jungs, innerhalb eines Monats einen detaillierten Bericht mit unseren Erkenntnissen vorlegen. Bla bla bla. Some fancy new boat he's ordered from Europe. Steht auch noch was. I am not robbing another boat as long as I live. Sehr geehrter Herr Leviticus, danke für Ihr Telegramm und Ihr Interesse an der James Bergbaugesellschaft. Allerdings entbehren alle Berichte, die Sie über schlechte Führung oder finanzielle Schwierigkeiten der Mine in Annisburg erhalten haben. Jegliche Grundlage, und ich würde darauf drängen wollen, dass Sie Ihre Quellen hinterfragen. Das Kohlegeschäft unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von der Ölindustrie. Ich bin daher nach wie vor offen für ein geschäftliches Treffen, wann immer es Ihnen zeitlich passt, so dass wir unsere unterschiedlichen Branchenkenntnisse miteinander teilen können. Es wäre mir auch ein Vergnügen, Sie hier in Annisburg zu begrüßen und Ihnen persönlich die Mine und die angeschlossenen Werke zu zeigen. Ich freue mich bereits jetzt auf Ihre Antwort. Mit ergebensten Grüßen, Archibald Jameson. Okay. Scheiße, hätte ich umdrehen können. Schrank durchsuchen. Okay. Auf der Seite vielleicht? Oh, hier haben wir was. Das sieht interessant aus. Anleihe. I think I got him. Nice. Thank God. Come on. Schublade ist immer gut. Kehre zur Bande zurück. Bei der. Nehmen. Premium-Zigaretten. Ja, ich komme. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride! Was machen wir mit denen? Mitnehmen oder hier lassen? Okay, get on the train, quick, all of you. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Come on, move! We won't tell a soul, I swear! Said quick! If I hear so much as a footstep from this car, you'll end up like all your friends out here. Um den Zug in Bewegung zu setzen. Warum muss ich eigentlich immer die Drecksarbeit machen? Oh, ich will dich nicht aufheben, Mann. Schmeiß das weg. Gut gemacht. Plündern wollen wir gerade auch nicht. Wir wollen Zug fahren. Ich hoffe, da hat einer mein Pferd mitgenommen. Ansonsten, ne? Achso, da ist mein Gaul. Oh,
Hallo Freund. Tja, das war der erste Zug, den wir uns geschnappt haben. Ich glaube, da wären noch ein paar Folgen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Erstmal ist jetzt schwarzer Bildschirm angesagt hier. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well then, let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Tja, jetzt könnten wir überfallen werden, oder? Schöne Musik zum Entspannen. Sah in dem Dorf aber viel mehr aus. Aber sind scheinbar doch weniger als ich dachte. Tja. Lenny! Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me? With the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Schönen Whiskey. Und dazu Cola ist ein schönes Stichwort, oder? Gönnen wir uns mal einen Schluck. Achso, lenken muss ich. Dachte, ich muss jetzt nur X gedrückt halten. So einen auf ganz faul. Okay. Auf ganz entspannt hier in der Kutsche. Oh, hinten links mein Rad eiert ein bisschen. Ich hab's vorher gesagt. Does everything look all right? Well, what's going on? I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up? Keiner soll sagen, ich hätte es nicht vorher gesagt. Ein Auge für sowas. Mal Winterreifen drauf machen. Ja, hat noch nicht ganz geklackt. Boah, sieht gut aus, sieht gut aus. You ain't so useless after all. Not quite. Schnell der Narbendeckel drauf. Dann können wir weiterrollen. Think. If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Hätte mich nicht. Stay on this trail. We'll
follow the river, then cut left inland. Hätte mich nicht gewundert, wenn ich einfach aufs Pferd gestiegen wäre. The Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. They lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't. In spite of that, just talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our blockheaded driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just because it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. Ja, der Schnee ist jetzt scheinbar komplett weg. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother, took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? Yeah, it's a long story. Ich glaube, wir haben gar nichts Besseres zu tun. That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we plan? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. Driscoll's? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, but what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low? It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but... We kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. That's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so... I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. Tja, auf jeden Fall reden sie ganz gerne. Ist aber schön. What are you working on there anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay, thank you. Oh, weiter geht's. Da oben steht eben auf jeden Fall, dass wir schwitzen und auch frieren können und uns immer der Umgebung entsprechend anpassen sollen. Um nicht zu erfrieren oder zu überhitzen oder sowas. Das ist schon krass. Krass detailliert, oder? Ja, Rockstar typisch auch das Gelaber auf langen Reisen, finde ich aber gut. Auch wenn es auf Deutsch, glaube ich, noch geiler wäre, wenn man zuhören könnte, sich die Umgebung ganz in Ruhe angucken könnte und nicht permanent lesen müsste.
So wie in meinem Fall. Mein Englisch ist nicht so gut. Deshalb lese ich es besser. Ich verstehe ja nicht mal genau, wenn jemand mir auf Deutsch da sagt, was ich machen soll. Sogar dann laufe ich immer permanent in die falsche Richtung. So. Aber das ist wirklich schön hier. Wirklich, sieht echt aus. Die Musik entspannt mich total. Falls ihr gleich ein Blubgeräusch hört, das ist doch mein Kopf, der auf dem Schreibtisch geklatscht ist. Und das Schnarchgeräusch ist dann einfach ich. Aber bei so einem geilen Spiel kann ich nicht einschlafen. Das wäre fast unmöglich. So, die anderen sind auf jeden Fall schon enorm weit weg. Oder sind sie da hinten? Weiß ich genau, gerade gar nicht. Was wollte ich vorhin sagen? Der Schnee ist jetzt auf jeden Fall komplett weg. Jetzt ist alles schön grün wieder. Bin gespannt, wo unsere Reise jetzt hingeht. Und ob wir uns auch irgendwo Klotten mal besorgen können, umziehen können oder sonstiges. Vielleicht mal eine frische Frisur machen können oder so. Aktuell sehen wir ja aus wie ein Penner. Wie ein Penner aus dem späten 18. Jahrhundert. Ne, kann man so sagen. Der Beginn der 90er Jahre Penner. Ja, aber wirklich, der Boden, das sieht echt Waldfeeling. Super dargestellt, wirklich, richtig gut. God of War hat mich ja schon echt von den Socken gehauen. Und das hier ist dem sehr ebenbürtig. Könnt jetzt nicht sagen, wo es mir besser gefallen hat. Sieht echt krass aus. Ja. Ansonsten, die Beute vom Zug. Ich habe keine Ahnung, was wir da gekriegt haben. Wie viel Geld wir dafür kriegen, keine Ahnung. Ob wir überhaupt was davon kriegen, weil ich aktuell noch nicht weiß, wie wir Dutch einschätzen können. Ob er ein Freund oder ein Feind ist. Oder ob er uns irgendwie verarscht oder ich habe keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Das werden wir aber herausfinden, früher oder später. Und der Typ hier neben uns scheint eine Vergangenheit mit uns zu teilen. Über die sie hier noch ein Geheimnis machen aktuell. Und hinten der Schwatte, nicht böse gemeint, aber der hat wohl auch kein leichtes Schicksal gehabt. Aber okay. Ich schätze, alle hier in der Gruppe ist irgendwas widerfahren, dass sie jetzt so sind, wie sie sind. Gibt doch immer für alles einen Grund. So, langsam könnten wir auch das Ende erreichen. Unsere Pferde werden langsam auch müde. Ich weiß, gibt es jetzt aktuell kein Balken für, aber ich merke das. Hey, ich sehe überhaupt keinen. Okay, let's go. Okay. Any trouble getting in here, Javier? Nope. It went well. This is a good spot. Excellent. I think this will work for us, Arthur. For now, anyway. Ich möchte auch gerne mal mit so einer Kutsche durch den Wald. Ich brauche eine Kutsche. Wo kriege ich eine Kutsche her? Es kennt doch immer irgendjemanden, der einen kennt, der eine Kutsche hat, oder? Oh, eine Kutsche wäre geil. Here we are, gentlemen. Home sweet home. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were on to something big.
Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck. East of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the West. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Lass mal rauchen. Schönes Lungenbrötchen. Da kann ich auf jeden Fall schlafen, mich rasieren. Was? Kapitel 2. Horses Hose Overlock. Oder sowas. Ein paar Wochen später. Got off the mountain. Rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Ich werde ein Buch lesen. So, hier gibt es jetzt einige Punkte, die wir nachgehen können. Schauen wir mal auf die Karte. Achso, hier ist gerade nur einer. Uncle. Reverend Swanson. Ich würde sagen, wir kümmern uns um Onkel.
da ist Xavier. Gut, ich würde sagen, wir fangen damit Onkel an, aber vorher werden wir die Folge nochmal beenden. Denn wir brauchen frische Zeit, unsere Zeit ist ja langsam abgelaufen. Oder warte, er will noch was. My dear boy, what's going on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks, nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Er redet auf jeden Fall fantastisch. So, warte, hier kann ich mich rasieren, ne? Bett? Schlafen, setzen. Untersuchen, wer ist das hier? Scheinbar unser Mädchen. Ich setz mich mal. Arthurs Hufeisen. Und hatten wir auch? Selben Morgen? Hier noch, nicht schlafen. Wir gucken hier nochmal. Das könnte die Mama sein. Oder? Das ist Mama. Ach, hier kann ich mich rasieren. Rasieren. Oh, ich sehe aus wie ein Penner. Rasieren. Trimme deinen Bart selbst. Oh ne, so sieht er aus wie ein AIDS-Kranker. Bisschen Bart brauchen wir, oder? Wenn man mal Schnurrbart. Kinnbart? Ja. Einen gesamten Bart. Ich glaube, wir machen so, oder? Stufe 3. Oder? Ah, wir nehmen erstmal den. So. Was? Ich kann meine Haare nicht machen? Warum nicht? Gut. Ja, so. So sieht ein Cowboy aus. Kommt der wieder zu uns und labert uns voll, oder? Gut, okay, dann werde ich die Folge jetzt erstmal beenden. Danke fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.